Ich spaziere schon eine Weile durchs Watt, als plötzlich dichter Nebel aufkommt. Am Anfang stört er mich nicht. Ich denke, wenn ich immer geradeaus weitergehe, müsste ich am Deich ankommen. Der Nebel legt sich in feuchten Tröpfchen auf meine Haut. Meine Haare tropfen von Nässe. Ich schmecke das Salz auf meiner Zunge. Es riecht erdig und modrig, nach Watt halt. Ein leichter Fischgeruch wird wohl von einem entfernten Kutter herübergeweht. Der Wind wird stärker und lauter. Er bläst mir kalt rechts vorn ins Gesicht. Schräg vorn? Hat der Wind gedreht oder gehe ich in die falsche Richtung? Ich drehe mich im Kreis. Der Wind bläst weiter. Ich versuche mich zu orientieren, aber ich sehe wenig. Herrje, wohin soll ich gehen? Ganz in der Ferne meine ich rotes Blinken zu sehen. Das Blinken wird heller. Ob das die Windmühlen am Deich sind? Ich laufe in die Richtung, aus der das Blinken kommt. Ich laufe schneller. Meine Füße sinken bei jedem Schritt ein wenig in den matschigen Boden ein und ich fühle, wie der Schlick durch meine Zehen quatscht. Plötzlich tapse ich in tieferes Wasser. Ich glaube, das ist der Priel kurz vor dem Deich. Ich werde langsamer. Der Boden wird steinig. Als ich Gras unter meinen Füßen fühle, weiß ich, dass ich wieder auf dem Festland bin. Ich höre ein paar Schafe neben mir blöken. Erleichtert atme ich auf.